Wie sauber sind unsere Gewässer? Was mache ich, wenn ich viele tote Fische an der Wasseroberfläche sehe? Warum ist es wichtig, die Wassertiefe zu kennen? Und wie kann jeder von uns feststellen, ob ein Fluss gesund ist? Diese und weitere Fragen werden wir heute klären. Herzlich willkommen sagen Julian Fallner und Sabine Hager von Extra Radio. Wasser läuft bei uns. Der Podcast rund ums Wasser im Hofer Land, Fichtelgebirge, Frankenwald und der Fränkischen Schweiz. Zum 100. Geburtstag des Wasserwirtschaftsamts Hof. Gewässerkunde? Ja. Das klingt ehrlich gesagt total langweilig. Ja, so klingt's. Ich muss auch zugeben, das dachte ich auch. Ja, aber ich kann dir sagen, es ist wirklich genau das Gegenteil. Das ist so ein Mitmach-Podcast. Also alles, was du hier hörst, kannst du auch nachmachen. Aha, also Gewässerkunde für Anfänger. Ja, unbedingt, bitte. Und du wirst danach, und das kann ich dir wirklich versprechen, du wirst danach nicht mehr am Fluss, am See einfach so vorbeilaufen, sondern du lernst, das Gewässer zu lesen, also zu verstehen. Ist der Fluss gesund? Und woran erkenne ich das? Das geht mit ganz einfachen Tests und Tricks. Ich werde zum Gewässerdetektiv. Genau. Und jetzt aber erstmal unser Geräusch des Tages. Ja, da fühle ich mich auch schon wie ein Gewässerdetektiv. Es ist ein Wassergeräusch. Aber was passiert hier mit dem Wasser? Die Auflösung kommt gleich. Erstmal die Frage nach dem größten Fluss in unserer Region, die Saale. Sauber oder nicht sauber? Also ich bin an der Saale groß geworden und ich bin Fan der Saale. Und gerade die Saale unterhalb von Hof ist landschaftlich ja toll, wenn man hier mit dem Paddelboot entlang fährt, gibt es total schöne Ecken. Da muss man noch ein bisschen drauf hinarbeiten, dass sich dann von der Gewässerqualität her, von der Wasserqualität her noch ein bisschen was tut. Aber ansonsten sind wir hier schon ziemlich gut aufgestellt. Ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Das ist Dr. Martin Mörtel vom Wasserwirtschaftsamt Hof. Zuständig für Gewässeraufsicht, ein absoluter Experte im Bereich Gewässerkunde. Und er hört auch in seiner Freizeit nicht auf. Als ausgebildeter Forschungstaucher schnorchelt er auch gerne mal in der Saale und schaut, was es da so zu sehen gibt. Das ist ja eine große Frage für viele. Kann man in der Saale schwimmen? Wenn nicht gerade ein Regenereignis vorbeigegangen ist und dann eben aus den Kanälen verdünntes Abwasser in die Saale abgeschlagen wurde, dann ist die Wasserqualität schon so, dass man da durchaus mal die Füße reinhalten darf. Nicht trinken? Ja, bitte nicht trinken. Ne? Das gilt auch für saubere Gewässer. Auch da kann es dann, je sauberer, desto fieser teilweise irgendwelche Parasiten und so weiter mitgeben. Also trinken sollte man dann schon lieber das gute Leitungswasser aus unserer Region. So, und dann habt ihr das Wasser der Saale in Oberkotzau untersucht. Genau, der erste Test, die Fließgeschwindigkeit. Denn ob und wie ein Fluss fließt, sagt schon sehr viel darüber aus, wie gesund der Fluss ist. Ja, der Fluss sollte fließen. Mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Man sieht es ja auch hier ganz schön. Ja. Es gibt hier ein Widerwasser, ein Kehrwasser. Man hat den Stromstrich ein bisschen weiter am rechten Ufer drüben. Man braucht eine Strömungsdiversität. Es braucht flache und tiefe Stellen. Und jetzt schmeiße ich mal ein Stöckchen rein. Muss ein bisschen weiterwerfen, damit es drüben im Stromstrich auch landet. Und dann können wir ja mal gucken, schätz mal, wie viel Meter pro Sekunde legt es zurück. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt ist ein Meter vorbei, würde ich sagen, ungefähr. Ja, so 20 Zentimeter, 30 Zentimeter pro Sekunde. Das kommt ganz gut hin aktuell. Findest du es jetzt gut? Ja, das ist in Ordnung, ja. Ich habe übrigens etwas erkannt. Aha, was denn? Unser Geräusch des Tages. Hör noch mal hin. Das Stöckchen, das ins Wasser fällt. Und das hilft, jetzt wissen wir es, beim Fließtest. Es macht übrigens auch ganz viel Spaß mit Kindern. Da kann man dann spielen, wessen Stöckchen am schnellsten ins Ziel kommt. Und jetzt wird's spannend. Es geht ins Wasser. Genau. Martin Mörtel hat sich in Anglerhosen gezwängt, also Gummistiefel und Gummihose in einem, und hat ein relativ feinmaschiges Sieb genommen, wie wir es auch alle in der Küche haben,
Und dann ging es ab in die Saale. Denn Regel Nummer 1, ein ganz wichtiger Indikator für die Wasserqualität, sind die Lebewesen am Boden, also am Gewässergrund. Das sind diese Kleinlebewesen, Eintagsfliegenlarven, Köcherfliegenlarven und so weiter, die quasi auf den Steinen, zwischen den Steinen, an den Pflanzen zum Teil leben. In einem See würde man wieder andere Tierchen beproben. Da geht man dann eher rein mit dem Netz und fängt wirklich diese Wasserflöhe oder die Algen, die halt dann mehr oder weniger im freien Wasser schweben. Wir gehen jetzt mal rein. Also ich muss jetzt nur gucken, dass die Strömung mein Sieb nicht wegdrückt. Ich halte sie jetzt hier ins Wasser rein und wühle mit dem Fuß oberhalb von dem Sieb die Steine mal auf, damit die Strömung die ganzen Tierchen erfasst und in das Sieb reintreibt. Und dann muss man den Kescher hier vorsichtig rausheben und hat dann seine Tierchen hoffentlich drin. Ja, da sind ein paar drin, die wir uns jetzt in der Fotoschale angucken können. Jetzt habe ich hier eine Fotoschale dabei und in die kann ich mit ein bisschen Wasser mal den Inhalt des Siebes hineinklopfen. Also wir haben hier tatsächlich ein paar unterschiedliche Tiere mit drin. Wir haben hier eine Wasserassel, hier drüben eine Eintagsfliegenlarve, hier einen Rollegel. Also Leute denken immer, das ist dann alles gleich Blutegel, aber das stimmt natürlich nicht. Findest du es jetzt gut? Also wenn ich jetzt solche Egel hier noch häufiger habe in Verbindung mit Wasserasseln, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass das Gewässer noch relativ viel leicht abbaubare organische Stoffe, sagen wir dazu, also im Endeffekt Pipi und Kaka, mit beinhaltet. Ja. Schön wäre, wir hätten mehr Eintagsfliegenlarven, sowas wie hier. Ja. Mehr Köcherfliegenlarven, noch ein paar Steinfliegenlarven mit dabei. Ein paar Strudelwürmer, das wäre dann eher sowas, was sich in der südlichen Regnitz oder in der Schwesnitz relativ weit oben oder in den kleineren Bächen unserer Region dann mit erwarte. Untreubach zum Beispiel, da ist dann diese Belastung mit solchen Stoffen deutlich geringer. Die Tests, die wir hier machen, also zum Beispiel die Lebewesen rausfischen, das ist gar nicht so unrealistisch und tatsächlich auch Teil der sehr umfangreichen Wasseruntersuchungen. Also untersucht wird die Biologie und die Chemie. Das geht mit Sauerstoff und Leitfähigkeit dieser Basischemie los, umfasst die Nährstoffkomponenten, geht aber auch hin bis hin zu Pflanzenschutzmitteln und anderen chemischen Stoffen, die halt bei uns auch in die Gewässer mit gelangen. Bei der Biologie hatte man früher eben den Fokus nur auf diese Krabbeltierchen, die wir jetzt hier auch rausgekeschert haben, überwiegend. Dann kamen in den 80er Jahren dann die Wasserpflanzen so im Ansatz ein bisschen dazu, um die Nährstoffthematik auch in Fließgewässern mit abzugreifen. Inzwischen betrachtet man das Gewässer ganzheitlich. Fische spielen übrigens erst seit 20 Jahren eine Rolle bei der offiziellen Gewässerbewertung. Ja, wenn der ganze Katalog an Indikatoren dann abgearbeitet ist und nicht wie jetzt bei uns nur ein Kescher voll, sondern eine genau definierte Fläche, dann ist es auch gerichtsfest. Ich wollte gerade fragen, wann werden denn diese offiziellen Untersuchungen gemacht? Also die öffentlichen Gewässer werden auf jeden Fall regelmäßig angeschaut und natürlich immer, wenn ein Gewässer verschmutzt ist. Zusätzlich. Dann muss das Wasserwirtschaftsamt rausfinden, erstens, wie schlimm ist der Schaden und zweitens, woran könnte es liegen? Mein Bereich sind dann die Fischsterben, Gewässerverunreinigungen, hatte ich im Landkreis Bayreuth. Ein Fischsterben mit einem relativ großen Fischteich. Die Karpfen haben teilweise noch nach Luft geschnappt, also war ziemlich erbärmlich anzusehen. Ursache war höchstwahrscheinlich eine Gülleeinleitung von einem landwirtschaftlichen Anwesen eben. Wer also tote Fische sieht oder Fische, die nach Luft schnappen oder einen Ölfilm auf der Oberfläche zu sehen ist, dann soll man unbedingt die Polizei rufen. Vielleicht kann man dann auch noch Schlimmeres verhindern. Gewässerkunde beschäftigt sich also mit der Qualität des Wassers. Und nicht weniger wichtig, die Quantität des Wassers. Warum ist es wichtig zu wissen,
wie viel Wasser in den Flüssen ist. Es ist nicht messen um des Messens willen. Wir brauchen die Daten eben, um einerseits vor Hochwasser rechtzeitig warnen zu können. Wir müssen ja auch wissen, wie hoch kann ein Hochwasser werden, wenn man jetzt hier an solche Hochwasserschutzanlagen mitdenkt. Ja, es ist ja eher utopisch zu sagen, ja, wir bauen jetzt einfach mal eine 2 Meter hohe Mauer, die kostet ein paar Millionen Euro und man hat dann sich irgendwie verrechnet und der Hochwasserschutz ist halt nicht so, wie man sich eigentlich den geplant hat dann. Solche Daten, wie wir sie hier erheben, die braucht man halt auch dann teilweise im Kleinen, im Alltäglichen, wenn irgendwo eine Brücke gebaut wird. Es geht im Endeffekt schon bei kleinen Durchlässen irgendwo von irgendwelchen kleinen Gräben los, draußen in der Feldflur. Da muss man auch wissen, wie viel Wasser kann denn da eigentlich kommen und wie groß muss dann eben der Durchlass gestaltet sein, um schadlos das Wasser durchlaufen lassen zu können. Die Messung der Wassermassen läuft in weiten Teilen digital. Ja, wir sind hier am Pegelsteg in Oberkotzau, mitten im Ort Oberkotzau. Wir stehen auf der Brücke und unter uns an der Brücke ist eben diese Messeinrichtung befestigt, die mithilfe von Radarstrahlen eben die Entfernung zur Wasseroberfläche misst und dann eben elektronisch auch weiterleitet und uns quasi ans Amt mitschickt. Früher gab es tatsächlich richtige Pegelschreiber, die quasi Papier auf eine Rolle aufgespannt, mit einer Feder dann immer wieder das aufgezeichnet haben. Und diese Papiere musste man dann halt in bestimmten Abständen, das war vor meiner Zeit, immer wieder auch austauschen. Jetzt geht das alles glücklicherweise elektronisch, wird dann auch sofort eben übers Landesamt dann ins Internet mit eingestellt. Jeder Bürger kann da gucken, wie es aktuell alle 15 Minuten aktualisiert. Der Wasserstand, was halt gerade beim Hochwasser auch mit sehr wichtig ist. Und ich kann es dir zeigen, schau ja, hier jetzt an meinem Handy zum Beispiel gebe ich ein www.hnd.bayern.de. So, und dann im Internet aktualisieren und hier siehst du jetzt, wie hoch aktuell das Wasser steht. Du kannst da aussuchen, welchen Bereich, welches Gewässer und an welchem Ort. Und dann kannst du auch noch in dem Graph sehen, wie sich das so entwickelt hat in letzter Zeit. Und was auch sehr gut ist, für alle Fälle gibt es auch die Umwelt-App. Also diese App warnt vor Umweltgefahren wie zum Beispiel Hochwasser oder Unwettern. Fußgänger können beim nächsten Spaziergang am Fluss auch einfach mal auf die großen Pegellatten am Flussrand achten. Genau. Sieht dann aus wie ein überdimensionales Lineal in Schwarz-Gelb. Genau. Und nicht nur die Tiefe können wir ablesen, auch die Länge. Ja, schau her, hier haben wir so ein grünes Schild mit einer Zahl drauf, 44,0. Ein großes Schild auch. Ein großes Schild, ja, das ist die Flusskilometrierung. Da ist auch ein Vermessungsbolzen mit dabei. Die Gewässer werden in Bayern quasi von der Mündung zur Quelle hin vermessen, ausgemessen, die Länge erfasst in Flusskilometern. Und hier sind es dann dementsprechend noch 44 Kilometer bis nach Thüringen. Die Saale fließt ja bei Blankenstein nach Thüringen rüber. Und mit Grenzübertritt, da ist dann der Kilometer Null für die bayerische Kilometrierung, beginnt die Zählung dann entgegen der Fließrichtung. Dann hat man einen Marathon hinter sich. Genau. Und insgesamt die Länge der Saale ist wie viel? Keine Ahnung. 70 plus. Also bis zur Quelle sind es noch mal rund 30 Kilometer noch drauf. Ja. Praktisch. Solche Kilometrierungen gibt's für jeden größeren Fluss. So können wir immer genau sagen, an welcher Stelle wir uns befinden. Insgesamt ist die Saale übrigens mehr als 400 Kilometer lang, bevor sie in die Elbe mündet. Soweit die Sendung Gewässerkunde oder Wie werde ich zum Flussdetektiv? Und auch unsere nächste Folge wird spannend. Wasserversorgung. Wie sauber ist unser Trinkwasser? Wie stark unterscheidet sich das Leitungswasser im Hoferland und Fichtelgebirge zum Beispiel vom Leitungswasser in München? Und können auch Babys Leitungswasser trinken? Wasser läuft bei uns. Der Podcast rund ums Wasser im Hoferland, Fichtelgebirge, Frankenwald und der Fränkischen Schweiz. Zum 100. Geburtstag des Wasserwirtschaftsamts Hof.